Als erstes braucht ein Oberbürgermeister, auch eine Oberbürgermeisterin, eine Mannschaft. Und da ich ja meinen Platz dann geräumt habe und wenn ich OB bin, dann muss ich mir natürlich diese Mannschaft aufbauen. Und das mache ich gemeinsam mit den Fraktionen, mit den Fraktionsvorsitzenden, mit den Mitgliedern der Fraktion, möchte ich dort Vertrauen bilden, was das betrifft. Aber ich will auch im nächsten Schritt vertrauensbildende Gespräche mit den Fraktionen führen, weil wir müssen ja gemeinsam uns den Aufgaben stellen, die jetzt auf uns zukommen. Ich nehme nur das Thema Energiekrise. Hier müssen wir Lösungen finden, auch für unsere Stadt. Und der Haushalt 2023, wo ich ja auch Zusagen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern gemacht habe, den möchte ich auf den Weg bringen. Und ganz wichtig, da ich ja schon so vernetzt bin in dieser Stadt, fallen ja viele Kennenlerntermine weg. Auf die würde ich gerne verzichten und insofern mich gleich an die Arbeit machen und das Beste für Cottbus und die Belange der Cottbuserinnen und Cottbuser rausholen. Also zu Beginn meiner Amtszeit möchte ich persönlich in den Kontakt gehen mit den Menschen. Das heißt, mit den Menschen vor Ort, die an der Basis arbeiten, aber auch mit den Menschen in der Verwaltung, mit ihnen persönlich, wie gesagt, auch sprechen, mit den Funktionsträgern im Bereich der Wirtschaft, des Handwerks, der Versorgungsstrukturen, aber auch der Trägerschaften im familienpolitischen Bereich. Und dort möchte ich wissen, wo es am meisten, wo der Schuh drückt, wo die Sorgen und Nöte am größten sind, um mir ein Bild zu verschaffen. Und als zweites erfolgt dann eine Bestandsanalyse zu den ganzen Bereichen Finanzen, Wirtschaft, Verwaltung. Und dann schauen wir, dass wir Teams zusammenstellen, interdisziplinär, Arbeitsgruppen, um dann lösungsorientiert zu arbeiten. Und genau, also wichtig ist der Bereich der frühen Bildung, das heißt im familienpolitischen Bereich müssen wir schauen und auch die Versorgungsstruktur, die medizinische und pflegerische Versorgung der Menschen jetzt zum Herbst hin muss sichergestellt sein. Wenn ich Oberbürgermeister von Cottbus werde, werde ich zunächst die Kommunikation mit Ihnen allen, mit uns verbessern. Das ist dringend notwendig. Wir müssen miteinander reden, wir müssen zuhören und wir müssen vor allen Dingen die Probleme offen aussprechen und sie dann gemeinsam angehen. Als zweites, wenn ich Oberbürgermeister von Cottbus werde, liebe Cottbusinnen und Cottbusser, werde ich dafür Sorge tragen, dass die Gebäudewirtschaft Cottbus die Stadtpromenade kauft und wir endlich mit diesem Schandfleck vorankommen und Cottbus wieder in der Innenstadt schöner wird. Als drittes, auch das kann ich Ihnen versprechen, werde ich gemeinsam mit der Landesregierung die Lösung finden, dass wir wieder eine Citywache bekommen in Cottbus. Wir brauchen in der Innenstadt, in ganz Cottbus, Tag und Nacht mehr Sicherheit, mehr Ordnung. Ja, die Stimmung in der Stadt Cottbus hat sich massiv verschlechtert und die Gesellschaft ist gespalten wie noch nie in der Zeit nach der Wende. Und deshalb möchte ich, dass in den ersten 100 Tagen Cottbus mit Zuversicht in die Zukunft geht und wir diese Spaltung überwinden und letztendlich aufrichtig in die Zukunft blicken können. Und das möchte ich auf Landesebene und natürlich auf Kommunalebene bewirken. Als erstes möchte ich die Digitalisierung und das Verwaltungsmanagement innerhalb der Stadtverwaltung ganz klar zur Chefsache machen und direkt beim OB zu sortieren. Ich möchte, dass wir eine Cottbus-App initiieren, mit der die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern deutlich verbessert und beschleunigt wird. Ich möchte das Kita-Portal Bremen einführen, mit dem Eltern zentral, digital, einmalig ihren Kita-Platz anmelden können. Ich möchte das Jugendparlament initiieren. Ich möchte, dass der Investitionsstau in Bildungseinrichtungen und Infrastruktur deutlich aufgezeigt wird, auch im Haushalt ganz deutlich ausgewiesen wird. Denn nur was man sieht, kann man auch beheben. Ich möchte, dass die Schule in Kahren reaktiviert wird als zweites Standort von der Dissentierender Grundschule, um dafür Entlastung zu sorgen. Und ich möchte den Start für die Modellregion Energie und Mobilität in Cottbus initiieren. Die ersten 100 Tage im Amt werde ich als erstes Mal die Stadtverwaltung kennenlernen. Ich arbeite zwar bei einer Verwaltung, aber die Stadtverwaltung hat noch was Spezielles. Ich kenne die Verwaltung gut, weil ich über Jahre auch kommunalpolitisch aktiv war und viel mit der Verwaltung zu tun hatte, muss sie aber kennenlernen und werde die
kleinen Rädchen drehen, damit die Arbeitsabläufe optimiert werden. Soweit es notwendig ist, die größeren Sachen kommen später. Dann werde ich mich parallel sofort den derzeitigen Krisen widmen. Wir müssen in Cottbus unsere Unternehmen über diese Zeiten bringen. Wir müssen schauen, dass wir die sozialen Frieden wahren. Es geht um Inflation, es geht um Corona und es geht um Energiesicherung. Wir müssen in unserer Stadt das Wir-Gefühl stärken. Wir müssen unsere Verwaltung zielorientiert, transparent mit den Unternehmen stärker vernetzen.